Herzlich willkommen zum kurzen Lernvideo zur Berechnung von diversen Renditegrößen. Wir haben an dieser Stelle vier Renditegrößen, die uns hier interessieren. Wie sehen die nominalen Renditen aus, wenn wir jährliche Einzelrenditen haben? Wie können wir auch Renditen berechnen, wenn wir anhand von Index- und Kapitalständen die jeweiligen Anfangs- und Endwerte eines Index- oder Kapitalstandes haben? Wie verändert und berechnet sich die Rendite, wenn wir jährliche Bezüge oder unterjährige Bezüge und Einlagen haben? Und dann zum Schluss wollen wir noch anschauen, wie die Inflation korrekterweise in die Renditeberechnung eingebaut wird. Wir suchen weiter die Periodenrendite über eine gewisse Zeiteinheit, in diesem Fall beispielsweise 3 Jahre. Und dann interessiert uns natürlich auch die jährliche Durchschnittsrendite über diese 3 Jahre. Was wir weiter anschauen wollen, ist die zeitgewichtete Renditeberechnung, die sogenannte Time-Weighted Rate of Return, dies im Gegensatz zur Money-Weighted Rate of Return oder die kapitalgewichtete Rendite, die an dieser Stelle hier nicht weiter ausgeführt wird. Die Berechnungen wollen wir anhand dieses kleinen Beispiels zeigen, wo wir 3 Jahresrenditen haben, plus 10, plus 10, minus 20. Und da könnte man jetzt auf den ersten Blick vermuten, dass die Rendite ja 0 sei. 10 plus 10 minus 20 ist 0. Und somit dividiert durch 3 wäre dann auch die Durchschnittsrendite 0. Also Gesamtrendite, Durchschnittsrendite sei 0. Berechnen wir aber zum Beispiel den Fonds, einen Fonds, NAV mit diesen Renditezahlen, so stellen wir fest, dass wir eben am Schluss nicht 0% Rendite haben, sondern wenn unser Anfangswert 100 sei, dann addieren wir 10%, dann haben wir 110, darauf addieren wir nochmals 10%, gibt 121 und davon verlieren wir jetzt 20%. Und dann stellen wir fest, dass dieser Wert dann unterhalb unseres Anfangswertes von 100 fällt. Somit ist die Rendite nicht einfach 0, sondern wir hatten 100, wir sind nun unter 100, wir haben also Geld verloren. Wir können also Renditezahlen nicht einfach additiv miteinander verknüpfen. Sie sehen hier rechts 3 verschiedene Möglichkeiten, wie man Renditen berechnen kann. Die erste Variante ist, wir können Renditen berechnen, indem wir den Endwert eines Saldos haben, dividiert durch den Anfangswert. Wenn wir dies miteinander dividieren und dann 1 davon abziehen, dann haben wir die Gesamtrendite über die Periode. Also in unserem Beispiel ist der Endwert 96,8, dividiert durch den Anfangswert, das ist 100. Wenn wir diese Zahlen miteinander dividieren und 1 abziehen, dann sehen wir, dass wir da etwa minus 3,2% kriegen. Wenn wir diese Anfangs- und Schlusswerte nicht kennen und dafür lediglich die Jahresrenditen haben, so müssen wir auf diese Methodik hier umschwenken. Die geometrische Verlinkung erlaubt es, Einzeljahresrenditen miteinander so zu verknüpfen, dass die Gesamtrendite korrekt ausgewiesen wird. Also anstatt zu addieren, multiplizieren wir hier die einzelnen Terme. Und die Berechnung lautet wie folgt, wir nehmen 1, das ist unser Anfangswert, in diesem Fall 100, und addieren darauf die Rendite im ersten Jahr, also das wäre 10%, mal der Anfangswert, das wäre dann 110, plus die Rendite im zweiten Jahr, nochmal 10%, plus, Entschuldigung, mal dann die Rendite im dritten, vierten, fünften Jahr und so weiter, über n Perioden. Also wir verknüpfen diese Renditen geometrisch. Konkret ist die Rendite somit 1 plus 10%, das ist 1,1, mal noch einmal 1,1, weil das 1 ist der Anfangswert und darauf schlagen wir noch 10%, mal, und jetzt haben wir hier 1 plus die Rendite im dritten Jahr, ist minus 20, und 1 plus minus 20% gibt dann eben 0,8. Wenn wir nun also diese 3 miteinander verknüpfen, so gibt es einen Wert von 0,968. Das bedeutet, wir haben im Verhältnis zum Anfangswert noch 0,968 des Anfangswertes, also 96,8%. Wenn wir also die Gesamtrendite berechnen wollen, müssen wir das minus 1 hier nicht vergessen. Wir zählen hier 1 davon ab und kriegen dann die korrekte Rendite. Diese wäre dann in diesem Fall minus 3,2%. Wir könnten, wenn wir die
Endwerte des jeweiligen NAVs haben. Das auch auf diese Weise berechnen. Wir nehmen den Kapitalstand im ersten Jahr, dividiert durch den Kapitalstand zu Beginn des Jahres, also 110 über 100, mal Kapitalstand zweites Jahr, 121 über 110, mal Kapitalstand im dritten Jahr, 96,8 dividiert durch 121. Das gibt dann den dritten Term, wir können das miteinander multiplizieren und dann wieder 1, das ist unser Anfangswert, davon abziehen, da kommen wir aufs gleiche Ergebnis. Also noch einmal, wenn wir jetzt entsprechend Einzeljahre haben, Renditejahre, dann müssen wir es geometrisch so miteinander verknüpfen. Wenn wir Endstände haben, Jahr für Jahr, dann können wir die jeweiligen Endwerte miteinander in Verbindung setzen. Immer nach dem gleichen Prinzip, wir nehmen den Endwert über den Anfangswert. Angenommen, wir haben x Jahre oder n Jahre, da kann man das Ganze vereinfachend über die Gesamtrendite über n Jahre nehmen, indem wir den Endwert nach n Jahren nehmen, dividiert durch den Anfangswert. Somit zusammenfassend haben wir eine Gesamtrendite von minus 3,2% auf drei unterschiedlichen Art und Weise berechnet. Analog lässt sich nun die Durchschnittsrendite berechnen. Wir haben an dieser Stelle berechnet, was die Gesamtrendite über die Zeitperiode war, diese 3,2%. Wir dürfen genauso wenig wie vorher addieren, dürfen wir jetzt dividiert durch 3 rechnen, um den Durchschnittswert zu erhalten. Somit berechnet sich die Durchschnittsrendite anhand dieser geometrischen Rendite, wenn wir wiederum diese einfache Formel nehmen, und ich verwende jetzt diesen Wert hier, wir nehmen den Endwert, diese 96,8, dividiert durch den Anfangswert, das wäre 100. Und wenn das jetzt die Gesamtveränderung ist und ich will den Durchschnitt haben, dann ist es nicht einfach dividiert durch 3, sondern dividiert durch 1 hoch 1 über 3. Also wir nehmen die dritte Wurzel. 1 über n ist die Berechnung für den Durchschnittswert. Also wenn wir 10 Jahre haben, dann ist das ein Zehntel. Wenn wir 33 Jahre haben, ist es 1 hoch 33. Also nicht dividieren durch Anzahl Jahre, sondern die n-te Wurzel ziehen. Die n-te Wurzel, die Wurzel aus n Jahren somit, ist der Kehrwert der Anzahl Jahre. Also in diesem Fall ist es ein Drittel. Wie gesagt, wenn es 8 Jahre sind, ist es ein Achtel. Und davon ziehen wir wieder den Anfangswert ab und kriegen dann den Durchschnittswert. Dies entspricht in unserem Fall 0,968, das ist der Faktor nach 3 Jahren, hoch 1 Drittel minus 1. Und das gibt dann unsere Rendite von minus 0,01078. Sie können das noch mit 100 multiplizieren, dann gibt es 1,0708% negativ, wenn wir es in Prozentzahlen ausdrücken wollen. Also Sie sehen, das ist nicht ganz exakt ein Drittel von 3,2. Wenn wir es mathematisch korrekt berechnen, haben wir hier einen Durchschnittswert von minus 1,0708%. Wir haben jetzt das mit den bekannten End- und Anfangswerten berechnet. Das Gleiche bekommen Sie auch, wenn Sie es miteinander geometrisch verknüpfen. Sie sehen, dass dieser Wert hier 1 plus R1 mal 1 plus R2 und so weiter identisch ist wie die Gesamtrendite. Der Unterschied ist, wir ziehen dann hier die n-te Wurzel, Kehrwert aus der Laufzeit, und subtrahieren dann 1 und kriegen dann den Durchschnittswert. Schauen wir mal die Renditeberechnung an, wenn wir Zahlungsströme während des Jahres haben. Hier wiederum ein Beispiel, wir haben einen Depotwert mit 325.000, das ist unser Anfangswert zu Beginn des Jahres. Danach haben wir am 15.04. eine Einlage von 12.000 und der Saldo ist nach dieser Einzahlung 345. Dann haben wir eine Abnahme des Depots infolge einer Depotentnahme von 8.000 und der neue Saldo ist 330.000. Und am Ende des Jahres, es gibt keine weiteren Ein- und Auszahlungen, beträgt der Depotwert 340. Was wir jetzt berechnen müssen, ist die jeweilige Rendite bis zur Cashflow im Account. Also wir beginnen im Jahr mit 325, das ist unser Anfangswert, den wir hier haben, 125.000. Dann haben wir irgendwann mal im Jahr eine Einlage von plus 12.000 und wir haben irgendwann mal im Jahr eine Entnahme von 8.000
Und wir wissen, dass der Saldo am Ende des Jahres 340.000 ist. Was wir jetzt berechnen müssen, ist der jeweilige Depotstand vor der Einzahlung oder Auszahlung. Wir wissen, dass 345.000, das ist der Wert nach der Einzahlung von 12.000, also war der erste Wert 12.000 weniger. Wir haben also einen Endwert des Accounts vor der Einzahlung von 333.000. Das ist unsere erste Periode. In der zweiten Periode, also nennen wir das R1, in der zweiten Periode haben wir einen Kontosaldo nach der Entnahme von 330.000. Also war es eine Minute vorher entsprechend 338.000. Das war unser Depotwert vor der Entnahme. Und der letzte Wert, der ist dann unverändert, 340.000, da gibt es keine Ein- und Ausgänge mehr. Und das ist dann unsere Periodenrendite 3. Und wie bereits bekannt, werden die einzelnen Renditen wieder, wie hier dargestellt, geometrisch verknüpft. Ich habe hier die Zahlen dargestellt. In der ersten Periode ist der Anfangswert 325, das ist unser Anfangswert des Accounts. Bis eine Minute vor der Einzahlung war ja der Depotwert 333.000, das ist unsere erste Renditeperiode. Der neue Anfangswert ist 345.000 bis zur eine Minute vor dem nächsten Cashflow. Der nächste Cashflow war 338, also Endwert 338, 345, mal die Rendite der dritten Periode. Dort ist unser Anfangswert 330.000 und unser Endwert 340.000. Diese drei Faktoren werden miteinander multipliziert, so wie gehabt, am Schluss 1 abgezogen. Und wir kriegen dann 3,45%. Und weil es sich ja um eine unterjährige Betrachtung handelt, brauchen wir hier keinen Durchschnittswert zu berechnen. Die korrekte Jahresrendite ist 3,45%. Man beachte, dass es hier keine Rolle spielt, wann der jeweilige Einzahlungs- oder Auszahlungszeitpunkt stattfindet. Diese Daten sind an sich irrelevant hier. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist ein Jahr, 1.1. bis 31.12. Und nicht zu entscheiden sind hier die Daten, wo die Ein- und Ausgaben erfolgen. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen die Zwischensaldi bereinigen um die Ein- und Auszahlungen. Kleiner Hinweis, bei der MWR-Methode, also bei der kapitalgewichteten Money-Weighted Rate of Return, müssen wir diese Zeitpunkte berücksichtigen. Das macht aber die Berechnung doch einiges komplizierter und wird an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. Und als letztes wollen wir noch die Inflationsrate und die Berechnung der Inflationsrate noch berücksichtigen. Hier die zwei wesentlichen Formen. Wir haben eine nominale Rendite, das ist die Rendite, die auf den Fonds-Factsheets, auf den Depotauszügen oder sonstigen Indexständen ausgewiesen wird. Die setzt sich konzeptionell zusammen aus einer realen Rendite und einer Inflationsrate. Also die nominale Rendite ist die reale Rendite plus die Inflationsrate. Und ich sage hier bewusst Plus und dann hier Minus, weil für den praktischen Gebrauch im Alltag ist das absolut okay so. Wir nehmen die nominale Rendite, das ist die reale Rendite plus die Inflationsrate. Suchen wir die reale Rendite, weil in der Regel kennen wir ja die nominale Rendite. Suchen wir die reale Rendite, so müssen wir von dieser nominalen Rendite die Inflationsrate abziehen. Also in diesem Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel die reale Rendite haben von 4% und 12% und die Inflation 4%, so könnte man nach dieser Formel hier 12 plus 4 gibt 16% annehmen. Jetzt ist es aber so, dass wir für die Berechnung wiederum mathematisch korrekt vorgehen wollen und wir brauchen somit die Gleichung, dass die Rendite, die nominale Rendite, multiplikativ, ähnlich wie bei den Periodenrenditen berechnet wird. Also das wäre dann 1 plus die Rendite real mal 1 plus die Rendite der Inflation oder die Inflationsrate. Wenn wir dann wieder davon 1 abziehen, dann haben wir die Nominalrendite. Also in diesem Fall ist es 1,12 mal 1,04 minus 1. Das wäre dann unsere nominale Rendite.
Das wären hier 16,48%. Das wäre unsere nominale Rendite. Durch Umformung dieser Formel hier kann ich die reale Rendite isolieren. Ich nehme als erstes diesen Wert hier weg, das minus 1, das addiere ich hier. Somit habe ich 1 plus die nominale Rendite. Und wenn ich diesen Wert hier auf beiden Seiten subtrahiere und hier also die Inflationsrate dividiere und dann wieder 1 abziehe, dann habe ich hier die reale Rendite. Also die reale Rendite entspricht 1 plus der nominalen Rendite dividiert durch 1 plus die Rendite der Inflation oder die Inflationsrate, dann wieder 1 abziehen. Dann habe ich hier die reale Rendite. Was ich gemacht habe, ist nichts anderes als diese Formel hier nach diesem Wert hier aufzulösen. Am besten ist, wir schauen uns das anhand eines Beispiels an. Wir haben hier wieder eine Indexrendite von 18% und in einem hochinflationären Umfeld von 10% ist gesucht, was ist real dann übrig geblieben. Wie erwähnt, würde es für den praktischen Gebrauch absolut ausreichen, wenn wir 18% minus 10% 8% kriegen würden. Jetzt für die schulischen Belange oder für die Prüfung ist es entscheidend, dass Sie hier diese Formel hier anwenden. Und das lässt sich insofern jetzt so notieren, dass wir also die reale Rendite suchen, also wir suchen Rendite real, das ist 1 plus die nominale Rendite, das ist 1,18, das ist dieser Term hier, dividiert durch 1 plus die Inflationsrate, 1,10. Wenn wir dann 1 wieder davon abziehen, dann haben wir dann die reale Rendite korrekt berechnet. Das wäre 1,18 dividiert durch 1,1 minus 1, das wäre dann eben 7,27%. Und das ist etwas weniger als die 8%, die wir so praxismäßig berechnen würden. Also immer daran denken, dass wir nicht einfach die Zahlen addieren, subtrahieren können, sondern wir brauchen den realen oder nominalen Faktor dividiert durch den Inflationsfaktor. Letzter Hinweis, wäre die Inflation negativ, also hätten wir zum Beispiel eine Deflation gehabt von 1%, so müsste man hier 1 plus minus 1 nehmen, dann wäre das hier 0,99. Die reale Rendite wäre dann noch ca. 1% höher gewesen, weil die Inflation bedeutet ja, Deflation bedeutet ja nichts anderes als eine Geldaufwertung im Gegensatz zur Inflation, welches eine Geldabwertung darstellt. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungen geholfen zu haben und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.